Hallo Leute, heute stelle ich einen wahren Klassiker vor, nämlich das Spiel Diablo. Steigen wir gleich mal in das Spiel rein. Wir haben drei Charaktere, wo wir uns einen aussuchen können. Ein Krieger, eine Jägerin oder Magier, wir nehmen einen Krieger. Nahkampfexperte also, verpassen uns den Namen und schon sind wir ins Spiel drin. So, gesteuert wird das wird der Charakter mit gedrückter linker Maustaste und da haben wir schon mal einen, den wir mal anquatschen, den Ältesten, der in einem ziemlich ungesunden Brunnen da steht, was eine der möglichen Teilaufgaben ist. Mit den Charakteren kann man eben, was eben gerade anliegt, sich austauschen oder eben Gegenstände identifizieren, Sachen kaufen, reparieren und so weiter. Jetzt gehen wir mal zum Taverninhaber. Thank goodness you've returned. Much has changed since you lived here, my friend. All was peaceful until the Dark Riders came and destroyed our village. Many were cut down where they stood, and those who took up arms were slain or dragged away to become slaves, or worse. The church at the edge of town has been desecrated and is being used for dark rituals. The screams that echo in the night are inhuman, but some of our townsfolk may yet survive. Follow the path that lies between my tavern and the blacksmith's shop to find the church and save who you can. Perhaps I can tell you more if we speak again. Good luck. So, der hat mal ein bisschen eine einleitende Story erzählt, auf Deutsch sinngemäß. Wird mal Zeit, dass du hier mal wieder vorbeikommst. Dunkle Reiter haben das Dorf überfallen, alle niedergemacht oder wurden zu Sklaven gemacht und die Kirche wird entweiht und schau mal nach, was da los ist. Und da liegt dann noch einer, der ziemlich ungesund aussieht. Und dieser musikalische Hänger ist normal, weil der hat einfach versucht, von einer CD zu lesen und ja, das kommt immer wieder mal vor, wenn die nicht hinterherkommt. So, hier ist eine weitere Teilaufgabe, die man angehen kann, und zwar soll man einen Bossgegner namens The Butcher wegmachen, der alle anderen weggehauen hat. So, jetzt sind wir mal unten im Labyrinth und hab jetzt mal die Karte mal mit eingestellt, da man dann besser sehen kann, wohin geht denn was und so weiter, damit man die Übersicht nicht verliert. Hier ist auf jeden Fall ausdauerndes Zuschlagen notwendig, also Hack and Slay halt eben. Und zwar eben mit gedrückter linker Maustaste, so oft bis die Gegner weg sind. Man kann außer dem Schwert noch Magie wirken, wenn man Magie dementsprechend dann auch gelernt hat. Also Zaubersprüche gelernt hat. Man kann auch einen Bogen benutzen, wenn man einen hat. Mehr oder weniger gut. Ich habe jetzt einen Krieger und der ist eben ein Spezialist für Nahkampf. Kurz noch zum Spiel. Das Spiel kam Anfang 1997 in Europa raus. Wurde vom Blizzard rausgebracht und von der Firma Condor entwickelt, die kurz vor dem Release des Spiels von Blizzard übernommen wurde und in Blizzard North umbenannt wurde. So, worum geht's eigentlich in dem Sinne? Man hat ja schon mal ein bisschen was von der Story da mitbekommen. Das Hauptziel ist eigentlich, dass man die Welt, von wo man da rumläuft, von einem mächtigen Dämon namens Diablo befreien soll. Und wo wir da rumverwerken, das ist einer von insgesamt 16 Labyrinthe in verschiedenen Ebenen, wo man, wie man sehen kann, Monster bekämpfen muss und wo man dann auch Waffen aufsammelt, Gold, Heil- und Mana-Tränke, Rollen, also Rollen für Identifizieren von Gegenständen oder Heilrollen oder weiß der Kuck, alles. Und man kann Truhen öffnen, Sarkophage, wie man da sehen konnte und so weiter. Und ja, dann durchstreicht man mehr oder weniger stark eben die Labyrinthe, wie man halt lustig ist. Das Schöne am Spiel ist, die Labyrinthe sind bei jedem neuen Spiel vollkommen zufallsgeneriert. Das heißt, jedes Spiel ist irgendwie anders. Es ist nie das Vorherige.
Das ist auch teilweise bei den Aufgaben, die man denn da sieht, hat das auch Auswirkungen. Sprich, manchmal braucht man den Butcher nicht, oder hat man den Butcher in ein Spiel nicht dabei, also sprich, wird es nicht angeboten, oder der Boden ist nicht vergiftet oder ähnliches. Das heißt, ist ziemlich zufallsgesteuert, also sprich, so, dass man da immer wieder das Spiel mal nochmal spielen möchte, um wirklich mal alles mitzubekommen. Eigentlich eine schöne Sache. Für Dame-Verhältnisse doch ziemlich gut umgesetzt, muss ich sagen. Und auch verdammt erfolgreich, muss man sagen. Besonders auch die, besonders Diablo 2, der Nachfolger, war heftig erfolgreich. Diablo 3 kam bei vielen nicht so ganz an, also was ich denn so von einigen gehört habe, die fand es nicht so ganz so toll. So, gehen wir einfach mal ein Level weiter runter, um mal zu sehen, was da so los ist. Von Diablo selbst, oder aufgrund von Diablo, wurden auch ziemlich viele Diablo-Klone denn auch von anderen Firmen denn entwickelt. Einige davon, also ich zähle mal ein paar auf, beispielsweise ein Spiel wäre Torchlight. Mit zwei Teilen, 1 und 2. Dann Titan Quest. Was als einer der besten Diablo-Klone angesehen wird. Kurz mal hier das Inventar. Wie man sehen kann, ist es relativ schnell voll. Hier wechsle ich mal die Axt mal aus. Gegen dieses, naja, gegen diesen Dolch oder Kurzschwert, oder was es sein soll. Kurzschwert ist es, genau. Dann noch hier noch eine Kopfbedeckung, dass man noch ein bisschen mehr Schutz hat. Wenn ich Sinn kriege, dann das mal zu platzieren. Na komm schon, jetzt aber. Na geht doch. So. Und das heißt dann, wenn es voll ist, irgendwann muss man ja dann wieder zum Dorf zurück. Weiß man, entweder geht man die Treppen wieder hoch oder man bekommt auch Rollen, wo man dann auch Portale erstellen kann, sodass man nach oben wieder sich teleportieren lassen kann. Jetzt mal zu dem Level. Wir haben in der kurzen Zeit schon mal ein neues Level bekommen, wo man die Stärke, Magie, Geschicklichkeit und Lebenskraft hochmachen kann. Ich habe jetzt mal die Lebenskraft hochgenommen. Das hat dann Auswirkungen auf die Lebens- und Magieanzeige, auf die, wie man Schaden absorbieren kann und Rüstungswert und Trefferwahrscheinlichkeit. Welche Auswirkungen das dementsprechend noch hat. So, dann noch ein paar weitere Diablo-Klone. Zum Beispiel Dungeon Siege 1 bis 3. Secret, auch ein sehr bekanntes, Teil 1 und 2. Und einige nicht ganz so bekanntere, wie das Spiel Loki, was sehr an Diablo angelehnt ist. Und auch ein Spiel namens Throne of Darkness, was in einer japanischen Mythologie denn spielt. Hier habe ich gerade mal so einen besonderen Zwischengegner, kann man denn sagen, mal weggehauen. Und die haben meistens dann richtig tolle Sachen dabei, die man dann richtig schön einsammeln kann. Warum war eigentlich das Spiel sehr erfolgreich? Es macht einfach diese Sammellust aus. Also sprich, man will den Charakter so hoch wie möglich ausstatten, so bestmöglich ausstatten und so weiter. Und will dann dort Waffen, Rüstung, Ringe, Amulette einsammeln und so weiter. Und das hat auch einen gewissen Suchtfaktor in dem Sinn. Und es wird auch, wenn man so will, auch als die Mutter der Hack'n Slay-Spiele dann noch angesehen, denn auch. Jedenfalls mindestens sehr erfolgreich. Genau. Ich habe es auf jeden Fall mehrmals durchgezockt gehabt und der Teil hat mir richtig voll Spaß gemacht. Den zweiten Teil hatte ich auch mal gezockt. Fand ich ehrlich gesagt persönlich nicht so mein Geschmack. Aber muss jeder wissen. Der Teil, also der erste Teil, bis heute bombig, kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, mal wieder das mal anzuzocken. Jo. Das war's eigentlich schon für jetzt für die Kurzeinstellung. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.